Willkommen zu Overwatch. Wir spielen Watchpoint Gibraltar und werden uns heute etwas genauer auf den Soldier 76 konzentrieren. Mal gucken, was das für eine clevere Zusammenstellung ist. Es ist vermutlich keine, aber für den Anfang werden wir das machen. Das Schöne ist, den Soldier kann man definitiv im Angriff sowie in der Verteidigung spielen, aber ab einem gewissen Punkt, je nachdem wie das Ganze hier läuft, werden wir logischerweise wieder anpassen. So, gucken wir uns die unterschiedlichsten Fähigkeiten an. Er ist so der grundlegende Soldat, so der übliche Shooter-Charakter. Er hat eine ganz normale... Sehr interessant, wie lange das hier gerade gedauert hat und alles insgesamt super langsam ist. Und das ist eine lustige Sache. Wir sehen, so gewisse Sachen funktionieren so überhaupt noch nicht so wirklich. Und das liegt daran, dass wir im Open Beta Weekend sind. Das bedeutet, alles ist ein bisschen voller als gewohnt, was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist, aber man sieht, nicht alles läuft hundertprozentig rund. So, gucken wir uns ganz kurz die Fähigkeiten an. Und zwar, wir haben eine ganz normale Automatic Assault Weapon. Wie gesagt, typische Shooter-Waffe. Dementsprechend ist auch er der Charakter, den man im Tutorial spielen kann. Das Tutorial habe ich euch übrigens erspart, weil es wirklich, du guckst nach oben, du bewegst dich links nach rechts, du schießt. Das ist es. Dementsprechend, ich denke, die meisten wissen das. So, was haben wir noch? Wir haben rechte Maustaste, da können wir Helic Rockets verschießen, das ist sehr gut. Wir haben die Möglichkeit, uns selber zu heilen, wir können sprinten. Und dann haben wir ein Auto-Aim als Ultimate Attack. Und viele Leute sagen, dass das nicht wirklich interessant ist. Und ich kann euch wirklich sagen, das täuscht wirklich extremst. So, mal ganz kurz heilen. Das sollte man wirklich stets versuchen zu nutzen, einfach weil es ein Skill ist, den man häufig nutzen kann. Oh, hi. Mal ganz kurz helfen. Sie hat es überlebt, das ist gut, nur ihr Anzug ist draufgegangen. Das ist D.Va. D.Va ist ein Tank, der aber auch nur wirklich ein Tank ist, wenn sie in ihrer Rüstung steckt. So, die Schnellrun-Fähigkeit ist wirklich super nützlich. Und man sieht schon gleich mal, Kollege ist sehr, sehr interessant. Läuft als Tank wirklich nur blind rein. Ich meine, mir ist es recht, dass er Schaden tankt, weil er kann das nur für eine begrenzte Zeit. Oh, da ist der Dings. Haha, nicht mit mir. Das war so offensichtlich. Ja, und dementsprechend, die Matches könnten heute ein bisschen einfacher sein, einfach weil mehr neue Spieler am Start sind. Ja, das Schöne ist, Genji kann einen Scheißdreck gegen. Oh boy. Hier renne ich einfach weg, was will... Oh. Okay, so viel zum Wegrennen. Aber ich denke, das ging noch in Ordnung. So, was fehlt uns? Lass uns mal ganz kurz gucken. Bilder. Bilder sind aber nicht so wichtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gibt immer wieder Leute, die sagen, Bilder sind wichtig. Aber ich denke, zu einem gewissen Zeitpunkt, und ich denke, das ist bis zum ersten Punkt, ist es nicht vonnöten. Jetzt müssen wir aber trotzdem gucken, dass die hier nicht einfach unendlich durchziehen. Dementsprechend mal schnell von Reinhardt das Schild zerstören. Ihm mal ganz kurz aushelfen. Boah, ich kann so überhaupt nichts sehen. Das ist relativ fies. Oh, hi, nun aufpassen. Und da gehen wir ganz kurz in eine andere Richtung. Nope. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ah, und jetzt ist er natürlich in einer sehr guten Position. Oh, die ich überlebt habe. Überraschend. So, wo haben die das Ding? Oh, shit. So. Das ist nicht gut. Ganz kurz den Dings ausgeschalten, aber da hat es leider nicht gereicht. Das war das Problem, ja. Ich denke, ich hätte eher aufpassen müssen, dass sie das nicht durchziehen. So, und jetzt zwei Bastions, aber kein Sniper. Gehen wir mal wirklich Sniper. Und helfen da ein bisschen aus. Gerade die Ultimate von ihr ist super wichtig. Um wirklich die Übersicht zu behalten, dass keiner irgendwie versucht zu flankieren oder ähnliches. Dementsprechend, Sniper sehe ich zwar nicht so hundertprozentig als Defender an, aber er ist eine Klasse, die man nicht unterschätzen sollte. Das Problem ist, ich sehe jetzt hier gerade so also gar nichts und das Fieseste, deren Spawnpoint ist auch ein anderer. Dementsprechend bewege ich mich mal. Ja, das ist das Problem. Ein anderer. Nope. Und weg. Also man sieht, der Kollege ist noch definitiv neu.
Aber nicht Mr. High Noon. Definitiv nicht. Ich treffe halt so überhaupt nicht, meine Güte. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem. Ich bin einfach nicht mit der Aufnahme so gut von der Framezahl. Sehr schön. Ah. Ja, und das ist das Problem. Der Kollege da hinten macht irgendeinen Blödsinn, wo ich noch nicht so weiß, was es ist. Oh boy. Okay, mal ganz kurz. Oh boy, hi. Nope, nicht mit mir. Jetzt muss ich einfach aufpassen. Oh boy. Sehr gut. Ganz kurz anmachen, damit wir wissen, wo Sache ist. Sehr gut, weg damit. Ah, goddammit. Treff halt aber auch wirklich nichts, ne? Meine Güte. Oh, nein, endlich. Der war schlecht. Eieiei. Ja, das sind jetzt zwei, die ich nicht gebrauchen kann. Damit kann ich jetzt nicht viel anrichten. Ja, also das werden die jetzt vermutlich gewinnen. Das ist ein bisschen problematisch. Und ja, das ist halt einfach ab und zu der Fall, aber auch ab und zu wäre es ganz schön, wenn ein paar Leute ebenfalls mithelfen würden, denn ich habe das Gefühl, dass sie einfach durchmarschieren und wir doof zugucken. Ja. Das Problem, man kann sich zwar so gewissen Ecken hochziehen, aber wenn man sich leicht schon verziert, dann kann das schon ein Skill versaubert. Nice. So muss es sein. So, mal ganz kurz das wieder anbringen. Dabei aushilfen, dass dieser Vollidiot gerade eben nicht macht, was er... Oh, das war nicht der Vollidiot, das war ein anderer Vollidiot, okay. Das wäre ganz schick, wenn jemand den halt irgendwie das Ding zerstören würde. Muss ich aufpassen. Ah. Das Problem ist, er hat natürlich genau rechtzeitig das Ganze gemacht. Oh no. Ist hier tatsächlich niemand am Start? Ja, ich kann nicht viel machen. Ah, wieder nicht an der Ecke. Ja, wo ist denn der Rest? Da kommen sie, sehr schön. Irgendjemand, der sich halt um diese Situation mal kümmern könnte. Okay, da hoch. Nice, endlich mal hat es funktioniert. Zwar nicht die beste Position, weil man nicht alles überblicken kann, gerade weil das Ding fährt gerade. Oh, es ist mir aber auch nicht gegönnt heute, ne? Auch noch ansatzweise was zu treffen. Das Problem ist, er hat sein Schild wieder vollkommen aufgeladen. Ja, das reicht denen vor allem auch halt einfach ein Mercy zu haben. Wir haben zwei Bilder, was ist denn das? Ernsthaft? Der Support Hero hilft jetzt gerade nichts, weil die nur pushen müssen. Ganz, ganz wenig und ich habe jetzt meine Waffe, sehr gut. Okay, los, los, los. Sehr gut, weg mit ihr. Verdammt. Hatte ich so wenig HP nur noch übrig? Ich dachte, ich würde den kriegen, ganz sicher. Habe auch extra das Schild aufgestellt, aber... Nope. Das war nicht genug. Gleichzeitig, der Idiot hat jetzt wieder seine Ultimate bereit. Pushen die noch? Ne, die pushen gerade nicht gut. Sehr schön, da haben wir jemanden, der das Ganze sich annehmen kann. Nope. Wow, what? Was hat mich denn... Ach so, das war seine Dings. Alles klar. Ja, und jetzt fehlt uns hier ein Heiler. Warum haben wir keinen Heiler? Ach, Mann, ey. Das ist ein Problem. Dementsprechend, wir brauchen einen Heiler und wir brauchen einen Support.
Das haben wir beides nicht. Okay, sehr gut. Let's go. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, die alle am Leben zu halten. Damit die nichts gegen... Ja, schön, das Ding ist weg. Oh, und die haben wieder einen weiteren dazu gerufen. Oh, fuck. Oh, aufpassen. Ja, schön. Jetzt ist es wirklich wichtig, jemanden zu haben, der einfach Flächenheilung hinlegen kann. Schon wieder du, wow. Haben die zwei oder ist der einfach nur super schnell respawned? Gefühlt ist der super schnell respawned. Oh, nice, 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 nice. Nope. Nope. Nicht mit mir. So, aufpassen wegen dem Hook. Dass der den ja nicht durchzieht. Aber das ist wirklich das Übel. Ich mache hier gerade nichts anderes außer heilen. Und das ist so fies, dass ich dafür nichts machen muss. Dementsprechend ist es definitiv mein Lieblingsheiler weiterhin. Obwohl er vielleicht im gesamten Heilen nicht der Beste ist. So, logischerweise wieder Schild am Start. Hier müssen wir aber aufpassen, von wo die Dreckskinder jetzt kommen. Ja, sehr gut. Nope. Dein Schild habe ich sehr schön gekontert. Jetzt muss ich einfach aufpassen, dass die gerade eben Moro nicht einfach machen, was sie verdammt nochmal wollen. Oh boy. Sehr gut. Wieder hingehen. Aufpassen. So, ganz kurz zu ihm hin. Nice Session. Einfach damit er definitiv auch weiterhin am Leben bleibt. Denn jede Sentry, oder jeder Bastion in der Hinsicht, ist super wichtig für uns. So, jetzt dürfen wir aber nicht zu weit uns nach vorne ziehen, weil wenn wir dann auf einmal umgenietet werden, dann endet das Ganze richtig böse. Haha, ich glaube, sein Charge ist gerade am Ding hängen geblieben. Jo. Oh, verdammt. Der kommt von der Seite irgendwo. Aufpassen. Oh, wow. What? Ich wurde von einer Rakete getroffen, oder? Das muss eine Rakete gewesen sein, so wie ich sehr weggeflogen bin. Egal, ist es. Nee, das war wirklich ein ganz normaler Schuss. Nicht schlecht. Aber wir haben gute am Ende nochmal verteidigt und den Push verhindert. Das war nicht selbstverständlich. Denn so wie wir uns am Anfang angestellt haben. Aber das ist das Fiese, weil mich am Anfang braucht man gewisse Sentries nicht, weil man sehr einfach überrannt werden kann. Das sah jetzt sehr lustig aus. Wie man so in die Ecke gepiekt hat. Und im Endeffekt ist nichts geholfen hat. Match Rate. Rate Match, interessant. Und wir können auch Spieler bewerten. Oho, das ist auch eine Sache, die komplett neu ist. Falls man also wirklich Leute hat, die komplette Trolls sind oder einfach nicht gut sind, bewusst nicht, wo sind ja dann wieder Trolls. Auf jeden Fall kann man halt Leute negativ bewerten und dann hat man eventuell die Chance, nicht mal mit dem spielen zu müssen. Final Blows 18, das ist natürlich interessant, da will ich ganz kurz gucken, Widowmaker kurz gespielt, ihn kurz gespielt und sonderweise mehr Eliminations als überhaupt oder Karriere-Durchschnitt hingekriegt. Das geht in Ordnung. Wir spielen mal wieder King's Row. Was wäre ein Teil ohne King's Row? Wir spielen für Defender. Und da bin ich mal gespannt. Support Hero brauchen wir meines Erachtens mindestens einen, aber ich werde wieder ein bisschen mit dem Soldier am Anfang spielen, weil der lustigerweise sogar heilen kann. Also so ist nicht. Und ein Slot ist empty. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, weil jetzt müssten wir eigentlich wieder ins Skirmish übergehen. Nee, prepare your defensives, obwohl wir einer weniger sind. Das ist interessant, wie das Spiel das immer regelt. Denn wenn nicht genug Leute da sind, dann hat man normalerweise halt die Zeit, Skirmish einfach nur blind herumzuballern. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also wenn man wirklich es bis hierhin schafft, bis zur Vorbereitung, dann ist es egal, wie viele scheinbar dabei sind. Alles klar. Right or wrong, I'm gonna finish this war. Mhm, alles klar.
So, wir sehen auch hier zum Beispiel wieder der Kollege, der beim letzten Mal schon Bastion gespielt hat, spielt erneut Bastion. Und dementsprechend, das ist so eine Sache, die man grundsätzlich neuen Spielern empfehlen sollte. Es ist zwar logischerweise hier und da Leute herauszufinden, die man gut spielen kann, aber nicht bei einem stecken bleiben. Man muss einfach mit mehreren Leuten umgehen können, einfach weil man sich an Situationen anpassen muss. Und dementsprechend ist es nicht immer gut, immer Bastion zu spielen. Es ist nicht immer gut, den Soldier zu spielen, etc. etc. Immer ganz kurz da oben hingeschossen, da kommt interessanterweise niemand raus. So, hier mal aufpassen, dass dir es gut geht. Obwohl ich nicht weiß, ob der im Suit geheilt werden kann. Das weiß ich jetzt gerade auf den ersten Blick nicht. Dafür ist er noch zu high. Zu neu. Wo kommt denn die alle her? Ernsthaft? Wir haben zwei extrem starke Pusher am Start. Und wir haben auch einen Tracer am Start. Nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, aber... Ja, das war extrem simpel für die. Da sind noch zwei Leute da. Warum stoppt ihr die nicht? Come on, come on, come on. Ja, okay, einfach weil die Masse zu stark dabei ist. Ja, und das ist übel. Die haben wieder mal den Mercy am Start auf ihrer Seite. Mercy weiß genau, was die Person macht. Und dementsprechend ein Heiler, super wichtig, kann den Unterschied machen. No, warum stehst du auf? Ich meine, ich bin noch da. Brauchst du doch nicht Angst haben. Gleichzeitig, lustigerweise, sagen Leute immer, dass man nicht... Ist... Okay, super. Dass man nicht vor ihr Angst haben muss, wenn sie nicht in ihrem Suit ist. Und ich kann ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Gegner-Team zwar nicht unendlich viel stärker ist, aber sie haben ein bisschen mehr Erfahrung am Start. So, aufpassen. Ja, wie immer. Da hinten läuft einer entlang. Das ist nicht die größte Überraschung. Die? Hat er wohl gemacht, ja. Sehr gut, weg damit. Achtung, da oben ist einer. Oh boy. Boy, 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 boy. Weg. Die was Explosionsfähigkeit ist. Übel. Ganz kurz aufpassen, denn... Diese Fähigkeit ist in der Tat super gefährlich. Wo ist er hin? Der ist unten entlang gelaufen, oder? Ja. Warum ist hier niemand? Der ist ja super aufgeladen wieder. Was ist denn das? Ja, hier ist so überhaupt niemand am Start. Entsprechend geht es mir jetzt einfach nur darum, den Heiler auszuschalten. Renn, 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 renn. Die Idioten folgen mir lustigerweise vor allem alle. Das Problem ist, der ist so ein bisschen mein Gegner, den ich nicht viel machen kann, wenn er sich den Schutz aufbaut. So, jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo die schon wieder kurz vorm Ziel sind und wir eigentlich genau überlegen müssen, was wir machen. Wir haben wirklich überhaupt niemanden für die Verteidigung. Dann spielen wir mal Roadhog. Yay. Roadhog hat die Möglichkeit, eine Schrotflinte zu nutzen, auf zwei verschiedene Arten und Weisen, zwar Short- und Medium-Range, kann sich selber heilen, hat einen Hook und den Wallhawk. So, und aus irgendeinem Grund leckt das Spiel gerade, als gäbe es keinen Morgen. Das riecht schon wieder, als würde Steam mitmachen. Yep, es war Steam. Ja, es ist Steam, aber ich kann nicht viel dagegen machen gerade. Selbst obwohl ich es gerade geschlossen habe. No, falsche Taste, Mann. Ja, okay, jetzt gucken wir im Endeffekt blöd zu. Achtung. Ja, okay, hier ist dann jetzt gerade nicht viel los. Oh boy. Ja, da ist nicht viel drin.
Da ist so überhaupt nichts drin. Und da ist auch die Fähigkeit von Diva super gefährlich, weil es in dem offenen Raum, wie man gesehen hat, wie weit ich weg war, extremste Explosionen anrichten kann. Also da war so überhaupt keine Chance. Ja, und hier hat Mercy ganz klar gewonnen, einfach weil sie geheilt hat. Das war ganz simpel eigentlich. Ja, logischerweise ihre Fähigkeit genau rechtzeitig genutzt. Also, ich glaube, das war nicht mal eine Meisterleistung. Es war einfach nur Dasein. Jeden geholfen, der Hilfe brauchte. Ganz klar gewonnen. Das war eigentlich traurig. Aber das zeigt es nur bitte. Kein Tank war da, kein Builder war da. Support war im Endeffekt auch nicht wirklich da. Bis auf jetzt hier scheinbar kurz vor Schluss. Das war nicht in Ordnung. Deswegen Roadhog war in der Situation komplett witzfrei. Aber ist egal gewesen, was wir machen. Wir wurden einfach überrannt. Yay, ein Death Career Best. Woo. Schon wieder Verteidigung. Wir dürfen heute nicht Angriff spielen. Ja, also ich denke, Soldier werde ich mal ganz kurz mir sparen. Und wir spielen Mei wieder. Einfach, weil ich Mei toll finde. Cryo Freeze Ice Wall. Ice Wall ist ein guter Skill. Also allgemein ist es ein Charakter, der mir sehr gut gefällt. Vor allem wichtig ist auch zu merken, das habe ich so als Tipp zumindest gelesen, einfrieren mit der linken Maustaste und dann mit der rechten Maustaste angreifen, so angeblich so gut wie jeden umnieten. Da bin ich mal gespannt. Vor allem schon wieder Verteidigung. So, die Frage ist... Jetzt zum Beispiel... Ne, wo ist er? Er ist vermutlich rausgegangen. Der Kollege, der beim letzten Mal erst den Bastion gespielt hat und dann den Heiler. Ich glaube, der ist rausgegangen. Die ist ja irgendwas mit... Nicht Mario, sondern irgendwas anderes. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Okay, wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass wir uns jetzt ein bisschen besser anstellen, dass es ein bisschen besser läuft. Schade, dass es nicht lang genug drin bleibt. Okay, Doc. Los geht's. So, eine Sache will ich mal kurz testen. Ah ja. Allzu weit geht's nicht, aber... Da konnte jetzt erstmal aus der kurzen Zeit niemand raus. Oh, das heißt aber erstmal noch gar nichts. Wenn wir nicht aufpassen. Gerade von hier wird jetzt jemand gleich kommen. Oh boy. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass gerade eben doch dann niemand von hinten auftaucht, gerade von dem Big da oben drüber. Die haben natürlich wieder einen Lucio, das heißt also, jeder versuchte Schaden bringt überhaupt nichts. Nice. Tatsächlich jemand getroffen, wen auch immer das jetzt im Endeffekt war. Das Problem ist, dass sie wirklich wissen, wie man gegen mich ankommt. Gerade in dieser Situation möchte ich nicht aus dem Bereich raus müssen. Ah, das war ordentlich. So, ganz schnell aufpassen, dass die gerade eben nicht diese Situation ausnutzen können. Oh, erstmal wieder von den Massen abtrennen. Oh boy. Oh je. So, Eismöglichkeit. Yes, sehr schön. Kann man irgendjemand, muss sie doch angreifen. Junge. Angriff. Ja, super. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Alle haben sie zugeguckt. Ultimate eingesetzt und verschwendet. Könnt ihr euch alle auf die Schulter klopfen.
Denn so schön die Idee mit dem Eisstrahlusch, mit diesem Eiszapfen ist, wenn die eingefroren sind, ich kann es nicht sonderlich häufig einsetzen. Oh nice, wunderbar. Das ist natürlich super wichtig. So, die wissen logischerweise auch. Oh nein, da hinten ist schon wieder einer. Was machst denn du? So, ganz kurz aufpassen, dass. Ja, und dir fehlt dann halt wirklich der Heiler. Oh, warum nimmst du mir das weg, du Ding-Dong? Du hast die Möglichkeit, dich zu regenerieren. Okay, hier ist irgendwo jemand mit dem Dings, mit dem Ultimate am Start. Ich brauche weiter Heilung. Okay, das war jetzt nicht hundertprozentig ideal von der Position. Okay, da muss man jetzt aufpassen. Und das ist übel. Jetzt sind wir schon wieder in so einer Situation. Ja, jetzt einfach alles richtig gemacht. Einfach mit seinem Schwert angegriffen und hat damit genug Leute getroffen. Mhm. Oh, super. Genau rechtzeitig. Ich stand schon halb drin. Es sieht halt schon wieder nach aus, als würden wir das Ganze nicht gewinnen können. Ja, wir verlieren alle unsere Leute wieder. So, Achtung! Da oben. Ja, ich bin ganz alleine. Was soll ich machen? Klar, die haben Respawn-Times, aber es hat sich angefühlt, als hätten die halt 3 Jahre zu Hause sich jetzt hier die Zeit schön gemacht. Oh, sehr schön. Teleporter steht wieder. Da hat sie also gut gesammelt gehabt. Wow. War nicht mal so offensichtlich, wo man erstmal hin musste. Ist lustig, die nutzt den Skill immer falsch. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur aufpassen, dass die gerade eben nicht hier hinten durchrennen. Nice. Irgendjemand muss jetzt reagieren. Oh, da ist wieder einer durchgelaufen. Das war eine sehr gut platzierte Sache und er hatte wirklich Glück gehabt, dass er sich genau durchgezogen hat. Und was wir wollen? Wow, überraschend. Wirklich überraschend. Ich dachte, das verlieren wir wieder. Oh, nice. Ja, ich bin da erstmal draufgegangen sofort, aber das ist ja Wurst. Einen umgebracht. Okay, die wurden mir alle gut geschrieben. Ich nimm's, klar. Ich nimm das an. Okay, und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt wenigstens einmal angreifen dürfen. Und wir nochmal den Soldier sehen dürfen. Ich meine, der Soldier ist im Endeffekt vollkommen in Ordnung, meine Sachen. Er ist grundlegend. Ja, Teleporter war definitiv OP. Er hat einen großen Unterschied gemacht. Aber wir sofort wieder in den Kampf springen können. Also, Symmetra ist auch ein Charakter, der mittlerweile richtig gut geworden ist. Mei ist richtig gut. Also, mir gefallen da so einige Charaktere. Und das ist wichtig, dass man die auch spielen kann. Oder beziehungsweise zumindest versucht. Und nicht einfach sagt, ich spiele nur den. Defense. Okay, wir starten nochmal mit dem Soldier. Ich will wenigstens so ein bisschen mit dem spielen. So ein kleines bisschen. Wenn man schon sagt, man möchte gewisse Klassen extra zeigen. So, nochmal die Klassenfähigkeiten zeigen. Für diejenigen, die es vielleicht schon wieder vergessen haben. Oder es nicht wirklich mitbekommen haben. Ja, auf hier hatten wir auf jeden Fall auch schon wieder die Situation Tactical Visor eingesetzt. Und habe keinen wirklich umgelegt. Das lag aber auch wirklich daran, dass Divas Schutzschild extrem fies ist. Weil es, je nachdem, wo sie hinguckt, sie wirklich alle Schüsse abfangen kann.
Das ist natürlich extrem übel. Ansonsten, ganz wichtig anzumerken ist, man kann konstant rennen. Man ist also nicht darauf angewiesen, das für eine gewisse Zeit zu machen oder ähnliches. Nope, man läuft, läuft, läuft. Ohne Ente. So eine Sache, die ich mich immer frage, muss ich wirklich hier rein, um da hochzukommen? Hier hoch? Ganz neu. Auch noch nie von gesehen gehabt. So, jetzt kann ich hier hoch. Achso, stimmt. Und dann ist man von hier oben... Kommt man hier raus. Ah, interessant. Dementsprechend, man kommt hier von normal nicht hoch. Außer man hat gewisse Charaktere. Und das ist dann auch gleichzeitig die Möglichkeit für Angreifer, hier oben entlang zu kommen und theoretisch halt hier irgendwelche Verteidigungen zu zerstören. Also, es gibt schon, und das ist meines Erachtens auch super wichtig, immer Möglichkeiten, Gegner angreifen zu können über Wege, die sie vielleicht nicht einplanen können. So, hier sieht man natürlich auch wieder den gewissen Vorteil vom... War. Nope. Und das ist das Üble. Dank der Heilfähigkeit hatte der Gegner so überhaupt nicht zu lachen. Dankeschön. So, und hier war es leider das Problem. Und das passiert ab und zu einfach, dass man nicht genug Möglichkeiten hat oder häufig genug die Raketen einsetzen kann. Denn die machen so einen großen Unterschied, dass schon gar nicht mehr lustig ist. Hi. Das ist das Lustige. Hier zum Beispiel, er hat sich nicht an mich rangetraut, was er hätte machen müssen. Gerade wo ich noch nicht mein Schild aufgebaut habe. Hier sieht man auch so ein bisschen, trifft nicht immer zu 100%. Da ist dann das Problem für Madame. Mit ihren Raketen kommt sie da nicht weit. So, Kollege da oben. Ich meine, der kann da ruhig noch ein paar Stunden bleiben. Allzu viel wirst du damit nicht machen. Also der Soldier ist wirklich der... Meines Erachtens so einer der Startcharaktere, die man ruhig spielen kann. So, wenn du Idiot einfach von da meinst, das machen zu müssen. Wir lassen die gerade so fest in der Basis. Ansonsten muss man wissen, da hinten ist ein Ausgang, den man nutzen kann. Also dürfen wir uns nicht nur komplett auf diese eine Stelle konzentrieren. Wir haben Sniper, gut zu wissen. Mhm, der zielt auch gerade auf mich ganz gepflegt. Dementsprechend einfach ein bisschen Stress machen. Hier oben einfach... warten und notfallshalber gerade eben nicht sein Gesicht zeigen. Sondern nur sein Gesicht zeigen. Man weiß, man kann sicher schießen. Ah, jetzt kommt das Schild. Alles klar. Ja, und ich warte logischerweise noch so ein bisschen auf die Situation, wo es sich lohnt. Hehe, das ist das Problem. Tank kann nicht überall hingucken. Das war natürlich jetzt ein bisschen schade, weil ich den wieder nicht hundertprozentig nutzen konnte. Aber ich habe den Tank entfernt. Das ist fast wichtiger, als zu sagen, hey, ich mache jetzt 7000 Kills. Nope. Oh, die springen da jetzt beide hoch. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Aber das Lustige ist wiederum, dadurch, dass sie so lange warten. Oh, die bauen dann eine Sentry auf. Interessant, lass mich mir einfach kurz mal heilen. Und dann sage ich dir, was ich von dieser Sentry halte. Das ist nicht allzu viel. Das Lustige ist, ja, der darf logischerweise nicht dort bleiben, weil sonst geht er einfach drauf. Und das Schöne ist, ich drücke ihm das jetzt einfach entgegen, damit er es in den wichtigen Situationen gerade eben nicht nutzen kann. Achten, dass das Ding kaputt geht. Jetzt muss ich aber aufpassen, heilen. Also bisher haben sie noch nicht viel angerichtet, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu lange zu weit vorne bleiben. Denn das hilft auch nicht in jeder Situation. Nice. Oh, hi. Nope. Good. Goddammit. Nope. Das war zwar jetzt mit einem nicht viel, aber es war ausreichend. Das Schöne ist, ich kann zum Beispiel... Oh, hi. No. Das bringt nichts, gerade wenn man es hören kann. So, aufpassen, von da oben kommt einer. Davon aufpassen. Das ist auch für mich gar nicht mal so einfach, den einfach so zu treffen. Mal ganz kurz um den Affen kümmern. Der
gerade so überhaupt nicht realisiert, was Sache ist. Was natürlich super hilfreich für mich ist. So, ich gehe mal wieder hoch. Dass man theoretisch über eine bessere Möglichkeit hätte machen können, aber was soll's. Oh boy. Okay. So, pushen die gerade? Nö, nicht wirklich. Oh, hi. So, immer schön zurückziehen, damit er jetzt gerade eben nicht diese Fähigkeit einfach einsetzen darf. Oh. Hatte der Ultimate an? Ja, hatte der. Deswegen hat er so gut getroffen. Also man sieht schon. Viele Leute sagen, Aimbot ist nicht gut, aber er kann einen Unterschied machen, weil man nicht genau zielen muss. Und gerade so gewisse Charaktere, die dann doch ein Ticken schneller sind. Ganz wichtig. So, jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass die gerade eben nicht machen, was sie wollen. Nope. Verdammt. Sehr gut. Wieder ganz wichtige Wesen. So, und ich ziehe mich wieder nach oben. Da müssen wir logischerweise aufpassen, dass die nicht von oben kommen. Aber es ist besser, von hier oben zu zielen, gerade weil ich einfach ein größeres Feld habe, mehr sehen kann. Und dieses Midrange zu Longrange ist für mich einfach das Mitwichtigste. Und jetzt muss ich aufpassen, dass die gerade eben nicht einfach machen, was sie wollen. Nice. Ja, jetzt bin ich in so einer Situation, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Aber es trotzdem bin. Und man sieht, der Unterschied ist übel. Wir wollen uns kurz einfach aufpassen. Heilen, nicht zu weit rausziehen. Weil gerade so einer wie Mr. Reaper, der wartet natürlich auf solche Situationen. Wo einfach von der Situation reinspringen kann. Nope. Ach so, halt, das ist Freund. Das war ein komischer Schuss dafür, aber geht in Ordnung. So. Das Schöne ist, die müssen jetzt wirklich erstmal machen. Die haben jetzt auf Widowmaker gewechselt, was mit 40 Sekunden Restzeit nicht unbedingt das Beste ist. Okay, wir wissen. Oh boy, hi. Tschüss. Oh, er hat sogar einen mitgenommen. Verdammt. Nicht ideal. Oh, hi. Ah, der hatte schon wieder sein Ultimate. Die setzt er immer gegen mich ein. Und das ist gar nicht mal falsch. Denn bei mir läuft es aktuell relativ gut. Ich habe versucht, mich eher zu retten. Nochmal zu heilen. Los, Jungs. Kein Blödsinn. Die pushen gerade mit zwei Leuten. Oh boy. Ja, ich muss jetzt einfach ganz kurz ausharren hier. Sehr schön. Durchlaufen. Nein, was machst du? Wo ist er? Der ist einfach an dir vorbeilaufen. Sowas hätte dir nicht passieren dürfen, Junge. Jetzt muss ich einfach nur contesten. Hoffen, dass sie gerade eben nicht machen, was sie wollen. Ja, von irgendwo wird jetzt geschossen, wo ich nicht viel gegen machen kann. Jetzt muss ich einfach ganz kurz hier hoch den Sniper ausschalten, weil sonst... Oh, hat jemand gemacht. No, das haben die geschafft. God damn it. Ja, und das ist das Problem. Ich arbeite zwar gut mit, aber der Rest ist gerade so ein bisschen zweifelhaft. Dementsprechend, die haben es weiter geschafft, als sie es hätten schaffen dürfen. Auf jeden Fall, ich denke, hier ist ganz gut zu sehen, dass man tatsächlich diesen Helden, obwohl er eigentlich als Offensivheld bezeichnet wird, man auch ohne Probleme defensiv spielen kann. No, hörst du auf? Ja, die schieben jetzt hier ohne Probleme. Oh Mann, ey. Ja. Und da Mercy wieder genau rechtzeitig am Start. Unser Mercy. Keine Ahnung, ich habe sie bisher eher selten mitbekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da weiß ich jetzt nicht, was sie macht. Come on, das schaffen wir doch jetzt mal. Dass sie gerade eben nicht einfach machen dürfen. Sehr gut. Nope. Und du bist nicht Nova, du hast also auch keine Doppelgänger oder irgend sowas. Und hier ist das Problem.
4 Leute wieder am Start. Der ist wieder am Start. Haben die einen Teleport oder irgend sowas? Ja, ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich weiterhin das Schild von ihm angreifen. Versuchen, ihm das zu entfernen. Okay, eher auf den Heiler zielen. Das ist immer das Wichtigste bei allen Situationen. Immer auf den Heiler zielen. Oh, da wäre auch sehr schön, dass wir hier gerade das Schild bekommen haben. Jetzt geht es einfach nur noch darum. Oh, ist wunderbar. Genau rechtzeitig. Bastion? Why? Warum mit Bastion? Das war sehr merkwürdig. Okay, dann gucken wir mal. Ja, der war wichtig. Der war wirklich wichtig. Ich habe da auch noch ein bisschen ausgeholfen. War das die Situation? Ich glaube, da war ich aber nur da unten noch. Ja. Aber es war trotzdem gut. Ja, 16 Helix Rocket Kills ist die Sache, die ich immer gut hinbekomme. Deswegen gebe ich mir das selber. 35 Eliminations. Ich denke, das ging in Ordnung. Gleichzeitig würde ich sagen, das war es dann auch schon wieder von heute. Warum kriegt der Epic? Keine Ahnung. Denn 16.000 ist nicht umwerfend. 35 Eliminations. 22 Final Blows. 24% Weapon Accuracy. Das ist bei der Waffe ganz okay. Gegner gibt es nichts zu sagen. Also ich denke, man sieht, das ist ein Charakter, den man auch in der Defensive spielen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.